Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. Erster Redner ist der Abgeordnete Gerd Mannes, AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, unser Industriestandort ist auf eine günstige und zuverlässige Energieversorgung angewiesen. Bezahlbarkeit der Energie- und Versorgungssicherheit sind entscheidende Standortfaktoren für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Dass unsere bayerische Heimat heute wirtschaftlich so leistungsfähig ist, haben wir auch dem Einsatz der Kernkraft zu verdanken. Leider wird die Debatte um die Nutzung der Kernenergie vom Großteil der politischen Akteure nur noch mit ideologischen Schlagwörtern geführt, gell? Nein. Herr Zur. Doch. Gebetsmühlenartig, Frau Schulze, gebetsmühlenartig, wird der Unfall im japanischen Kernkraft Fukushima als Argument angeführt. Bitte. Jeder Fachmann weiß das, Frau Schulze, dass die technische Situation in deutschen Kernkraftwerken in keiner Weise mit den japanischen Anlagen vergleichbar ist. Vor Fukushima wurde noch eine Laufzeitverlängerung für die deutschen Kernkraftwerke beschlossen. Danach hat die Bundesregierung und Staatsregierung völlig planlos die gerade erst gefassten Beschlüsse über Bord geworfen und den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Leider geht der ideologische Feldzug gegen die Nutzung der Kernenergie mittlerweile so weit, dass Forschung zunehmend eingeschränkt wird. Die deutsche Forschung und Entwicklungskompetenz im Bereich der Kernenergie würde unter milliardenschweren Aufwendungen durch den Steuerzahler finanziert. Es wäre eine beispiellose Verschwendung, wenn man diese technologischen Fähigkeiten nun verkommen lässt. Deutsches Know-how kann weltweit zur Sicherheit der Kernenergienutzung beitragen und vom Export entsprechender Sicherheitstechnik kann unsere Wirtschaft massiv profitieren. Aber neue Technologien wie die Kernreaktoren der vierten Generation oder die Kernfusion bieten neue Möglichkeiten. Es geht dabei auch um die Entschärfung des heute bereits vorhandenen Atommülls. Das bisher ungelöste Problem der Endlagerung könnte durch neue Verfahren wie die Transmutation weitgehend gelöst werden, weil die Lagerdauer auf wenig hunderte Jahre abnehmen würde. Unser Antrag zielt darauf ab, die Erforschung der aktuellen kerntechnischen Entwicklung zu fördern und die bayerische Kompetenz in der Kerntechnik zu erhalten. Die EU-Kommission, China, Russland und die Schweiz und viele weitere Staaten erforschen derzeit neue kerntechnische Verfahren. Dabei geht es je nach Projekt entweder um die energetische Nutzung oder um die Entschärfung des Atommülls durch neue Technologien. Das tote Pferd, Herr König, der Kerntechnik wird also noch recht fleißig geritten und wir sollten uns dieser Entwicklung nicht aus vorgeschobenen ideologischen Motiven verschließen. Technologische Forschung muss immer ergebnisoffen sein. Energiepolitik muss auf rationalen Entscheidungen basieren. Volkswirtschaftliches Vermögen darf nicht in einer politischen Kurzschlussreaktion vernichtet werden. Mit unserem Antrag wollen wir dazu beitragen, dass Bayern sich für die Zukunft alle technologischen Möglichkeiten offen hält. Wir bitten deshalb um Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Danke, Herr Mannes. Das Wort hat Herr Kollege Alexander König für die CSU-Fraktion. Ja, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen.